Heute ist der 18. März und der 18. März ist für Berlin ein historisches Datum. 18. März 1848 brach hier eine Revolution aus. Wir sind heute verabredet mit Frau Hüsch, der Generalmanagerin vom Berlin Dungeon, die zu diesem Datum und zu anderen historischen Daten Berliner Geschichte etwas mehr erzählen wird. Wir stellen ja 700 Jahre Geschichte bei uns im Berlin Dungeon dar und wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Themeninhalten, und da wir auch in Zukunft weiterhin auch immer unsere Show natürlich vergrößern wollen. Und da kam uns natürlich der 18. März von 1848 sehr zugute, an dem damals die Revolution in Berlin stattgefunden hat. Die ging zwar schon auf die voraus im Jahre 1846, als die Kartoffelrevolution schon begann. Und die steigerte sich aber hoch bis zum 18. März 1848 und diesen Tag, als die Leute tatsächlich damals auf die Barrikaden gegangen sind, stellen wir hier ab heute und zukünftig bei uns im Berlin Dungeon dar. Before Berlin is ablaze with revolution. Yeah, on this side of the barricade is the Alexanderplatz, where King Frederick's soldiers fight Berliners like us. Yeah. My name is Valborga and this morning I was just a humble carpenter's wife, as there was a banging on my door. I opened the door and there were three huge, angry rioters screaming at me to get them some wood. So I went out to get some and I came back and they emptied all of my stuff. And they built this one here. Yeah. And they gave me this one and taught me to defend the barricade until reinforcements came. And now you're here. So, are you ready to defend? Oh, what is it? Are you ready to fight against 20,000 Berlin troops? Yeah! Come on! Are you ready to defend the barricade? Yeah! Defend the barricade! Ready, aim, fire! Berlin ist ja eigentlich nicht die Stadt, die man in erster Linie mit Geschichte verbindet, sondern eher die junge, die quirlige, die flippige Stadt. Und daher an Sie die Frage, Frau Hüsch. Gibt es denn eigentlich in der Berliner Geschichte genügend Material, aus dem Sie greifen können, in die Tiefen steigen können? Oh, da wundert man sich. Berlin ist eine vielfältige Stadt und hat auch einiges zu bieten. Wir konzentrieren uns ja auch häufig auf die dunklen Seiten und da kann ich Ihnen versichern, da haben wir noch einiges im Petto. Zurück vielleicht zum aktuellen Datum. Heute ist der 18. März. Die Revolution brach hier in Berlin aus. Die wenigsten, ich weiß nicht, welche Zuschauergruppen zu Ihnen kommen, aber die wenigsten verbinden ja Berlin mit Revolutionen. Nun ist aber die Hauptstadt hier schon seit einigen Jahren wieder etabliert. Wie präsent sind denn den Besuchern, die bei Ihnen vorbeischauen, die Forderungen, die Inhalte dieser Revolution, die Sie wieder ausgebuddelt haben? Gut, sicherlich dem einen präsenter als dem anderen, aber dafür sind wir da. Wir möchten natürlich auch die Geschichte darstellen und unseren Gästen auch die Chance geben, etwas über die Stadt zu lernen. Wir haben natürlich nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen, die einmal aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland kommen. Da kann man nicht immer von ausgehen, dass die natürlich alle die Hintergründe kennen. Aber wir ich bin mir sicher, dass wir die Geschichte super darstellen und auch auf eine lustige, unterhaltsame Art und Weise, dass das bei den Zuschauern auch entsprechend ankommt. Dann sind wir beim Thema unterhaltsam. Es gibt ja doch da einiges zu unterhalten, oder Sie unterhalten auf ganz andere Weise, als sonst Berlin sich darstellt. Es ist der Gruselfaktor, soll hier ja nicht zu kurz kommen oder kommt nicht zu kurz. Was denken Sie denn, welche Zielgruppe altersmäßig ist denn Ihre Show erster Linie gerichtet? Bei uns, wir haben natürlich sehr viele Teenager, würde ich mal sagen, ab 14 geht's los bis 20, aber natürlich auch die jungen Familien, die mit ihren Kindern hier in diesem Alter auch herkommen, die auch da noch was zu lernen haben. Aber grundsätzlich laden wir natürlich jeden ein und freuen uns über jeden Besucher. Gibt es vielleicht eine untere Begrenzung, eine obere Begrenzung? Wir empfehlen tatsächlich Gästen ab 10 Jahren die Show erst zu besuchen, weil das ist natürlich, wir unterhalten unsere Gäste auf spaßige Weise, aber natürlich, wie Sie schon sagen, der Gruselfaktor kommt da auch nicht zu kurz. Es ist also immer ein, dass der Gast sich wirklich auf dem schmalen Grat befindet, zwischen Lachen und sich aber auch wieder erschrecken. Und deswegen empfehlen wir tatsächlich für Gäste oder Kinder ab 10 Jahren die Show, dann auch in Begleitung von Erwachsenen. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden und mein Dank geht heute an Frau Hüsch vom Berlin Dungeon.
Ja, und ich bedanke mich auch. Ich freue mich über jeden Besucher, der uns unsere neue Show, die heute ab dem 18. März 2015 startet. Das ist unsere größte Erweiterung seit der Eröffnung im 2013. Ja, und wir freuen uns über jeden Besucher. Kommen Sie zu uns und erleben Sie jede Menge Spaß und natürlich auch ein bisschen Grusel.